Ich weiß, ihr habt euch immer schon gefragt oder schon des Längeren gefragt, zieht sie die eigentlich wirklich zwischendurch an, wenn sie mal eben einkaufen geht oder was auch immer? Ja, das tut sie und zwar nicht nur die rosanen, nein, nein, besonders gerne die grünen, auch wenn die von euch nicht wirklich für voll genommen werden. Gut, sie sind ja auch so gesehen keine vollen Gummistiefel, sie sind ja nur halb. Aber sie sind auch für viele nicht so akzeptabel, nur weil es Ack-Gummistiefel sind, so Ack-Boots. Es gibt natürlich eine ganze Fangemeinde nur für Ack-Boots. Ich finde aber, da sollte man mal wieder so ein bisschen toleranter und über den Gummistiefelrand hinaus gucken. Gummistiefel ist zwar nicht gleich Gummistiefel, aber so ein richtig cooler Gummistiefel. Ja, und auch ein traditioneller Stiefelhersteller, der Ack ja durchaus ist, ja, kann da ja wohl auch mal mithalten. Und ich mag die übrigens von YouTube ist mein einer Beitrag über die hier im Beet auch sofort wieder ja, irgendwie beschränkt worden, weil die scheinen auch wirklich so ein bisschen anrüchig zu sein. Also ich weiß nicht, ob die auch sowas Fetischmäßiges haben. Ja, auf jeden Fall als kleine Info und vielleicht auch als Blick auf die Realität, die ich ja nun gerne mal darstelle. Also mit meinen sauberen Füßen in die leicht dreckigen Ackboots, weil sie waren ja im Beet, wie wir letztens gesehen haben. Und jetzt müssen sie herhalten, weil ich habe es eigentlich furchtbar eilig. Ich muss mich jetzt einkaufen, schnell noch fürs Mittagessen, aber es hat geregnet und was wäre da sinnvoller als ein Gummistiefel? Ja. Und ich kann nichts dafür, dass wir keine Pfützen haben. Es war einfach zu wenig Regen in letzter Zeit. Hallo.